Über der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind am Sonntag ein Ultraleichtflugzeug und ein Hubschrauber zusammengestoßen mit tödlichen Folgen. Bei dem Unglück am frühen Nachmittag auf Mallorca seien mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen, teilte die Regierung der Balearen auf Twitter mit. Spanische Medien sprachen gegen Abend sogar von 7 Opfern. An Bord des Helikopters seien ein Paar mit seinen beiden Kindern und der Pilot gewesen. 2 weitere Menschen hätten sich in dem Flugzeug. Woher die Toten stammen, sei noch unklar, sagte Sebastián Oriol, Dezernent für Sicherheit der Gemeinde Inca, dem Lokalsender IB3. Das Unglück hatte sich am frühen Nachmittag aus noch unbekannter Ursache nahe der Stadt Inca im Inneren der Baleareninsel ereignet. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb auf Twitter, meine Solidarität und mein Beileid für die Familien der Opfer dieses tragischen Unfalls. Balearenpräsidentin Francina Armengal erklärte, wir sind besorgt und entsetzt über den Unfall. Unsere Gedanken sind bei den Opfern. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, da die Fluggeräte nach der Kollision in Flammen aufgegangen waren. Wrackteile des Helikopters lagen auf einer alten Landstraße, das Kleinflugzeug stürzte auf das Gelände einer Finca, wie Oriol weiter erklärte. Naheliegende Häuser seien nicht getroffen worden, so die Zeitung Ultima Hora. Die Behörden nahmen Ermittlungen zur unter den Bewohnern der Region herrsche Bestürzung, berichtete das Diario de Mallorca. Ein Mann berichtete von einem schrecklichen Knall. Augenzeugen seien mit eigenem Gerät zur Unglücksstelle gelaufen und hätten begonnen, die Flammen zu löschen, bevor die Rettungsdienste eintrafen. Zur Unfallstelle geeilte Ärzteteams hätten aber nichts mehr für die Verunglückten tun können. Deutsche We'll be right back.